Umtopfen mit Serang, das ist meine Premiere. Ich habe hier meinen Kandidaten, Kummerkind, Orchidee, Zygopetalum. Erstmal sollte ich dich von der alten Erde befreien. Dazu habe ich hier eine Tüte, wo ich die alte Erde reinkippen werde. Hoffentlich nicht die Pflanze kaputt mache. Ja, ihr seht, die Wurzeln sehen nicht sehr gesund aus. So, im Buch ist alles schön beschrieben. Man benötigt zunächst ein Tongranulat, welches man als Drainage in den Topf einfüllt. Das wurde mir ja zum Glück auch mitgeliefert. Okay. Vergiss es, das wird nicht. Nein, das ist doch gut. Ich habe zum Glück auch was zum Wegwischen. So, wie ihr seht, habe ich erstmal das daneben fallende Granulat beseitigt. Es befindet sich jetzt als Drainage unten im Topf. Laut Beschreibung soll jetzt Spezialsubstrat eingestreut werden. Ich denke, das müsste ausreichen, insbesondere da meine Orchidee nicht ganz so viel Wurzelmasse hat. Jetzt werde ich die Orchidee hier einsetzen. Und erneut Substrat auffüllen. So, das sollte vielleicht schon ausreichen. Ich schütte das mal. Nein, das reicht noch nicht. So, die Orchidee ist mit Substrat bedeckt. Nun wird sie angegossen. Und wenn man es richtig gut mit ihr meint, bekommt sie auch noch Orchideendünger und wird es mir hoffentlich danken.